Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Terra Edition. In der letzten Folge sind wir hier durch den Wald spaziert und wussten nicht so recht wohin. Gefällt mir aber ganz cool, es fühlt sich so einfach waldiger an. Ich habe übrigens hier nochmal ein bisschen rumoptimiert. Das läuft jetzt eine ganze Ecke flüssiger, das Spiel. Nicht perfekt, aber besser bekomme ich es nicht hin. Der Typ wartet ja scheinbar auf uns, aber wir können erstmal das Schild angucken. Areal Tabaribe, nach Osten Picorna und nach Süden Terranien. Ja, aus Terranien kommen wir gerade. Es ist irrelevant, wie lange ich meine Überlegungen daran verschwende. Der Sinn verschließt sich mir nach wie vor. Oh, ich habe dich nicht kommen sehen. Du scheinst mein Trainer zu sein. Besteht die Möglichkeit, dass du der besagte Trainer bist, der im Auftrag von Professor Mammutbaum unterwegs ist, auf der Suche nach einem Pokémon namens Rayquaza? Du hast aber deine Hausaufgaben gut gemacht, mein Freund. Ja, typisch. Der Herr scheint in die Jahre zu kommen. Früher nahm er sich der Sachen noch selbst an. Wie dem auch sei, auch ich bin ebenfalls auf der Suche nach Rayquaza. Halt! Im Namen des Gesetzes! Bleib stehen, du Typ von Team Terra, und stell dich der Polizei! Dieser Hilfs-Sheriff gibt wohl nie auf. Auch da du schon mal einmal hier bist, wirst du ihn sicherlich beglücken, damit ich seine Präsenz nicht mehr ertragen muss. Ich werde mich auch ein anderes Mal bei dir revanchieren. Versprochen. Du hast doch gerade mit dem Terra-Typ gequasselt. Das bedeutet, du gehörst ihnen ebenfalls an. Dann werde ich dich jetzt verhaften. Nein danke, ich verzichte darauf. Was? Du leistest Widerstand? Dann werde ich dich eben in einem Kampf bezwingen müssen. Im Kampf bezwingen müssen. Ja, ich habe mich verlesen. Bezwingen, sagt er eigentlich. Jetzt hör mir doch erstmal bis zum Ende zu. Attacke! Ja, okay. Mark. Kaumulan, okay. Bist du zufällig ein Wasser-Pokémon? Ich weiß es nicht. Verfolgung! Na, das wird wohl kein Two-Hit-KO. Da kann ich auch mal die Glut versuchen. Ach ja, wir haben hier noch die Überreste. Stimmt ja. Und? Ja. Ist wahrscheinlich ein Wasser-Pokémon. Vielleicht ein Gesteins-Pokémon. Sandsturm ist natürlich jetzt nicht so angenehm. Zieht wahrscheinlich so 4 ab oder so. Auch nur 2. So viel wie die Überreste heilen. Dann geht's ja noch. So, aber jetzt ein Trank. Ach Mark, du kleiner Sacktreter. Aber es müsste jetzt ein Two-Hit-KO werden. Da fehlen ja schon ein paar KP. Oh, mit dem Crit. Natürlich, doppelter Schaden. Alles kein Problem. Ach ja, unser Carpador ist ja bereits besiegt. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Schwapp. Dann schauen wir mal nach. Ja, deswegen durfte ich nicht wechseln. Oder deswegen wurde ich nicht gefragt. Glut? Oh, das sieht gut aus. Oh, verbrannt. Das ist natürlich auch sehr schön. Damit zieht sein Tackle nur halb so viel ab. Ja, Sandsturm. Aua. Schwapp. Okay, noch einmal Glut. Und dann war's das auch für dich. Wunderbar, ich hoffe, es gibt... schon wieder ein Crit. Meine Fresse, was hier los ist. Ich hoffe, es gibt ein Level-Up. Komm schon. Ja. Gib mir das Level-Up. Das sieht doch ganz okay aus. Ja, Angriff und Spezialangriff sind in etwa gleich. Verfolgung ist übrigens physisch, habe ich nachgeguckt. Und Glut natürlich speziell. Nein, das Gesetz darf nie verlieren. Wie konnte das nur passieren? Hörst du mir jetzt endlich zu? Hör zu, Schurke. Dieses Mal magst du mich bezwungen haben, aber nächstes Mal würde das nicht gelingen. Da schwöre ich. So wahr ich der internationalen Polizei angehöre. Ja, ich habe 25 Ausrufezeichen.
Ist das traurig. Keiner dieser Leute zeigt auch nur annähernd Interesse, mir zuzuhören. Tja. Ja. So ist das. Picorna? Sind wir in einer Stadt? Ich sehe da unten was. Ich hoffe, du bist kein Trainer. Scheiße. Oh, ein Besucher. Herzlich willkommen in Picorna, der heranwachsenden Metropole des Terra Forests. Als Zeichen der Freundschaft unserer Einwohner möchte ich dir ein Willkommensgeschenk überreichen. Oh, geil. Tropenbrief, okay. Wow, diese Großzügigkeit lässt sich kaum in Worte fassen. Deine Worte sind eine Wohltat für meine Ohren. Puh, der Kerl freut sich doch tatsächlich über so einen Müll. Und für so einen Müll, den man im Supermarkt hinterhergeworfen bekommt, wenn man die Tür nicht schnell genug zumacht, hat der Kerl mich jetzt aufgehalten? Ja, blöder Penner. Ich hoffe, du hast hier einen angenehmen Aufenthalt. Ja. Hier gibt's nichts. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen ins Spiel und so. Gibt's hier einen Puckers? Fetti McFettfett? Geh mal aus dem Weg, Junge. Hallo? Hallo, ich würde gerne in den Markt. Ja, es hat keinen Zweck. Der schläft tiefer als ein Relaxer im Winterschlaf. Oh, na dann. Da hilft nicht mal eine Pokerflöte. Wenn so tief... Wer bist du? Ich will ja nichts sagen, aber dieses Wahrzeichen ist einfach nur peinlich. Genau wie die Bezeichnung Stadt und See. Ah, das ist der See. Puretsee, Wahrzeichen der Stadt Picorna. Mhm. Ja, eine Pfütze. Keiner zu Hause. Okay, dann gehe ich wieder. Ach ja, ich kann ja auch rennen. Das vergesse ich manchmal. Tut mir leid. Kann ich da... Achso, muss ich... Zerschneider. Hier oben auch. Also kriegen wir den wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe. Hast du schon unseren Helden Ivan besucht? Falls nicht, dann solltest du es auch dabei belassen. Ah. Ivan. Oder Ivan. Je nachdem, wie man es ausspricht. Überall Pflänzchen hier. Früher haben mein Mann und ich uns um diese lästigen kleinen Büsche gekümmert. Aber jetzt haben wir einfach keine Lust mehr dazu. Hm? Du siehst mir nach einem formidablen Trainer aus. Dir könnte ich die VM vermachen, mit der du dieses Unkraut aus dem Weg schaffen kannst. Unglücklicherweise habe ich es verlegt. Weißt du was? Komm da einfach später vorbei, dann gebe ich sie dir. Ah ja. Vielleicht wenn wir hier einen Arena-Kampf bestritten haben oder sowas. Seitdem Ivan einst von einem jungen Mann aus dem Puretsee gerettet wurde, träumt er davon, selbst einmal ein Held zu werden. So wie sein Retter. Warum hat er ihn damals nicht einfach absaufen lassen? Das wäre eine Wohltat für die hörende Bevölkerung gewesen. Okay. Also doch jemand zu Hause. Ganz entgegen dem, was aus dem Briefkasten stand. Du vielleicht der Arena? Ich hätte gerne ein... Ja, ein... Geh mal weg, Junge. Ein Pokécenter hätte ich das gerne. Guten Tag. Ah, oh, ja, bitte. Für 300 Pokédollar machen wir dein Pokémon wieder frisch. Was? Nein. 300 Pokédollar, du hast wohl eine Vollmeise oder was? Wie viel Geld haben wir denn? 5500. Oh, das Carpador. Unser guter Lapis Lazuli. Müssten wir eigentlich trotzdem wiederbeleben. 300 Pokédollar, du hast wohl eine Meise, Alte. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jetzt halt wieder vorbei. Ja. Der Terra Forest ist wirklich ein Hinterwald. Auf dem Festland konnte man seine Pokémon noch kostenlos heilen. Hier wollen sie 300 Pokédollar von einem. Ja, habe ich auch schon gedacht. Nur akute Notfälle werden kostenlos behandelt. Um zu verhindern, dass Pokémon von pleite gegangenen Trainern das Zeitliche segnen. Wenn wir besiegt werden, dann werden unsere Pokémon natürlich kostenlos geheilt. Oder wenn wir kein Geld mehr haben. Hahaha. Wer bist denn du? Der Förster, hä? Ich kann dich hier nicht durchlassen. Komm, weg da. Und warum nicht? Ist so. Dieses scheiß Kind. Und wieso durfte dieses Kind schon wieder einfach so durch? Ist so. Und lenk dich vom Thema ab. Du kommst ja nur durch, wenn du die Erlaubnis von Ivan bekommst. Wo finde ich diesen Ivan? Sehe ich so aus wie die Touristenauskunft. Find ihn doch selber. Okay, ich sage jetzt mal Ivan zu ihm.
Dieses Schild ist auch ganz hervorragend positioniert. Dieser Bereich ist in der derzeitigen Beta-Version nicht verfügbar, also verschwinde! Ah ja, okay, hier ist das Spiel also, nicht zu Ende in dem Sinne. Beutel. Wie gesagt, es ist in der Beta. Aber wir wissen noch nicht, wie weit wir solche in den Norden kommen. Oder hierhin und dahin. Deswegen ist das hier wahrscheinlich auch nicht beschriftet. Weil es hier irgendwie so lang hier in den anderen Bereich geht, wo wir gerade noch nicht hinkommen. Weil, wie gesagt, eine Beta-Version. Trotzdem müssen wir einiges noch erleben dürfen. Willst du lieber ins neueste Heldentat hören? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay, nein. Echt nicht? Wow, dass das mal jemand sagt. Waren wir hier schon? Beim Josh. Oh. Oh, alles klar. Hier gibt es einen Pokédex. Warum kann ich mir den Julia haben? Ich glaube nicht, dass ich diesen Zettel lesen sollte, wenn niemand im Haus ist. Weil das die Frage aufwirft, warum es überhaupt nicht abgeschlossen ist. Warum soll ich ihn nicht lesen dürfen? Eine Tasse mit einem Pokémon-Zeichen. Okay. Interessant, interessant. Die Indizien hier sprechen für einen Einbruch. Ja, sehr schön. Bin ich ganz kurz gerannt. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Die Teller sind ordentlich aufgeräumt. Okay. Sehr interessant, sehr interessant. Dann sollten viele verschiedene leckere Dinge zum Essen sein. Na, dann schnapp sie dir. Ein Pokémon ist im Fernsehen, es scheint Spaß zu haben. Du hast echt zu allem was zu sagen, Junge, hä? Also mit Junge meine ich natürlich mich. So. Dich hatten wir schon. Wir können hier noch in die Arena, schätze ich mal. Nein, nicht Arena. Willkommen im Haus von unserem Helden Ivan. Danke. Bist du Ivan? Ivan, ach, scheiß drauf. Weißt du, ich habe dir nichts Sinnvolleres zu sagen. Daher hülle ich mich in Schweigen. Okay, du bist nur Deko, hä? Ivan ist mein ganz großes Vorbild. Eines Tages möchte ich genau sein Held sein wie er. Na, was geht? Ich grüße dich. Ich bin Ivan, um genau zu sein, der unglaubliche Ivan des Terra Forest. Du hast sicherlich schon von meinen großen Heldentaten gehört und möchtest nun um ein Autogramm von mir bitten. Nein, danke. Ich trage schon genug Sachen mit mir herum, dann brauche ich nicht noch einen kostenlosen Schmierzettel als Dreingabe. Aber ich bin der unglaubliche Ivan. Das hatten wir schon. Ich bin nur hier, da ich einen Pass benötige, um in tiefere Areale des Terra Forest zu kommen, meinen Auftrag zu erfüllen und dann endlich diese Insel voller Verrückter zu verlassen. Oh, ich kann dir den Pass nicht einfach so überlassen. Vor allem, weil du mein Autogramm verschmäht hast. Du musst mir zunächst deine Stärke beweisen, kämpfe mit mir und meinen beiden Assistenten, dann sehen wir weiter. Ja, okay. Ich sagte dir doch bereits, dass du zuerst gegen meine beiden Assistenten antreten musst. Schließlich trete ich nicht gegen jeden dahergelaufenen Trainer an, der nicht mein Autogramm von mir will. Okay. Hallo? Dann lass uns mal den Kampf beginnen. Ja, komm schon, ich habe hier keine Zeit, Junge. Mich mit solchen Losern hier zu beschäftigen, wie zum Beispiel Stuntman Henrik. Ach, sieh mal an. Ja, das könnte ich mir denken. Das kann, glaube ich, auch Moxie haben, oder? Hochmut. Dann lieber Glut. Folterknecht? Kenne ich nicht. Aha, okay. Dann weiß ich ja, was er kann. Aber Verfolgung ist natürlich ungünstig, weil die wird keinen Kill bringen. Ja. Ah, komm, hör auf. Sacktreterei. Deinem Sandwirbel. Ach so, ja. Habe ich vergessen, sorry. Na gut, dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Wurde Bui? Ikfor, ja, bitte. Und zwar Lapis. Vielleicht schaffen wir da doch mal noch ein oder zwei Level für Lapis. Wann entwickelt sich eigentlich Carpador? Das dauert doch auch ein bisschen, ne? Scheiße. Na dann, Ikfor, komm. Ach, Octokeep, aua. Ah, gar nicht mal so viel. Überreste. Ich meine, Überreste sind ja ganz cool, aber irgendwie ist halt doof, dass es immer noch ein bisschen extra Zeit braucht. Für die Animation. Na komm, setz mal Glut ein, Ikfor.
Komm schon. Ja, ich habe schon gehofft, wir bekommen einen High Roll. Machen es fertig. Schwupp, 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 schwupp. So. Erster Gegner. Besiegt. Nein, Level 6. Oh yeah, oh. Toll. Ups. Wow, jetzt hast du es mir echt gezeigt. Vielleicht kannst du auch Ivan schlagen. Der ist aber wahrscheinlich noch sauer, weil du sein Autogramm abgelehnt hast. Das ist mir völlig egal, Junge. Ich kann mal Lapis vorholen. Ah, ich überlege noch, ob ich hier XP wirklich da reinstecken soll, aber vielleicht ein paar. Ich werde nicht vor den Augen Ivans verlieren. Okay. Manchmal ist es echt schwer. Oh, nichts nutzt Tim. Tim, der Zauberer. Manchmal ist es echt schwer, sich erstens Stimmen auszudenken für, ja, für jeden Menschen. Auch so auf Anhieb zu sehen, okay, ist der ein bisschen dicker, ist der ein bisschen jünger, ist das eine Frau oder ein Mann? Und sich vor allem dann die ganzen Stimmen noch zu merken. Ja, ist manchmal schwierig. Und je mehr Leute es auf einem Haufen sind, desto schwieriger ist es. Außerdem, wie jetzt der Typ, wo ich dachte, er ist nur Deko. Ist natürlich auch doof, weil ich dachte, okay, die Stimme brauche ich nicht mehr. Da habe ich mich nicht so drauf konzentriert, wie die nun genau geklungen hat. Schwierig. Ach komm. Alter, der dritte Silberblick. Na gut, ich hoffe mal. Obwohl, ich brauche gar nicht hoffen. Ich brauche nur Blut einzusetzen. Dann das Pokémon zu wechseln. Oh, okay. Nein! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Du hast mich besiegt. Wie soll ich Ivan jemals wieder in die Augen schauen können? Ist mir egal. Alle nur ein Pokémon. Hihi. Haha. Lapis Lazuli. Hier. Okay. Okay. Jetzt. Ich lasse es noch vorne. Für noch ein Level. Was? Du hast beide besiegt? Das hätte ich einer rüpelhaften Person wie dir nicht zugetraut. Aber gegen den unglaublichen Ivan des Terraforests hast du keine Chance. Zeige keine Gnade bei Leuten, die mein Autogramm ablehnen. Auf in den Kampf! Na dann, mal schauen, ob du auch so eine Pfeife bist. Du siehst schon mal so richtig scheiße aus, Junge. Hält Ivan. Ah, Pfiffchen. Na, Wuffi. Du hast keine Chance gegen Lapis. Okay. Obsidian. Entertainment. Jaulor ist jetzt nicht so angenehm. Schwupp, 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 schwupp. Ich komme nicht über diese Schwupp, schwupp, schwupp hinweg. Keine Sorge, vielleicht wird es nächste Folge wieder besser, wenn ich mich wieder ein bisschen eingeschickt habe. Oh, es sieht aber gut aus. Ja, genau, mach nur Jaulor, mach nur Jaulor. So ist fein. Denn eine weitere Glut hältst du wahrscheinlich nicht aus. Alles umsonst. Schön. So, Level up. Oh, Level 7. Und, oh, großartig. Perfridus. Keine Ahnung, du. Du siehst mir ein bisschen eisig aus. Wie wär's denn mit einer Glutattacke? Freust du dich darüber? Oh, du bist schneller. Ich meine, okay, also dasselbe Level wie wir. Das sollte auch ordentlich. Ja, mach nur weiter Heuler, es ist auch perfekt. Das soll doch ordentlich Erfahrung bringen. Jo, und komm. Level up. Komm schon. Komm. Ja. So ist das fein, so gefällt mir das doch. Oh, Gut aus, sieht gut aus. Schnüffler. Was kann denn nochmal Schnüffler? Hindert Gegner daran, ihren Fluchtwert zu erhöhen. Ja, anstelle von Tackle. Tackle benutzen wir sowieso niemals nicht. Macht überhaupt keinen Sinn.
Außer wir kämpfen ebenfalls gegen ein Feuer-Unlicht-Pokémon, dann hätte es vielleicht Sinn gemacht, aber sonst... Aber... Halt die Fresse. Gehst mir auf den Sack, Junge. Was? Wie konnte ich, der unglaublich... Ja, ich habe mittlerweile verstanden, wie unglaublich du bist. Dürfte ich jetzt bitte den Pass haben? Lass mich überlegen. Nein. Du magst mich zwar besiegt haben, aber mit zwei Pokémon wirst du es hier nicht weit bringen. Ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinen, dich so losziehen zu lassen. Zwar könnte ich dich mit einer Heldentat vor wilden Pokémon retten. Schließlich bin ich der. Sag mir einfach, was ich tun soll und bitte kurz. Fang ein drittes Pokémon. Josh ist verantwortlich für die Ausgabe der Fanglabe, der Fangerlaubnis. Ah, Fangerlaubnis. Komm danach zurück zu mir, dem unglaublichen Ivan des Terra Forest. Er hat es schon wieder gesagt. Ein drittes Pokémon Fangerlaubnis, Na gut, Leute, das soll es mal gewesen sein für Pokémon Terra Edition. Wir haben den scheiß Ivan, so auch ein Sacktreter, oder? Besiegt. Bekommen wir scheinbar endlich mal ein Pokémon gegen so ein Ick vor. Hätte ich ja prinzipiell nicht. Das ist zwar auch Feuer, aber besser als ein Karpador auf jeden Fall. Wir müssen auch schauen, ob wir vielleicht noch mehr als nur ein drittes Pokémon bekommen. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.